Ich habe einen Sachverständigen gefragt, ob er denn eine Idee hat, wie man das Problem lösen könnte. Seine Antwort war, ja, man könnte ja Änderungen eines Gesetzes vielleicht nicht auf zwei unterschiedliche Gesetze verteilen, sondern in ein Gesetz packen, dann würde man solche Fehler auch nicht machen. Ansonsten sei es Aufgabe der Bundesregierung, vernünftige Gesetze zu entwickeln und nicht seine. Hat er ja irgendwo auch recht. Herzlich willkommen zum heutigen Doppelausschuss-Videoreport. Heute war ich nämlich bei einer Anhörung zur Änderung des NetzDG im Rechtsausschuss und es gab auch wieder einen Digitalausschuss heute. Bei dem ging es erst um Gaia X. Das werde ich euch aus Zeitgründen ersparen. Es war auch nur mäßig spannend, aber es ging auch um den Gesetzentwurf zur Hasskriminalität, in dem auch Änderungen zum NetzDG drin sind. Das hatte also mit der Anhörung sehr viel zu tun. Heute habe ich euch mitgenommen zum Jakob-Mierscheid-Steg. Jakob Mierscheid ist der berühmteste Abgeordnete der SPD, den es aber nie gab. Der ist völlig frei erfunden, aber so berühmt, dass er einen eigenen Steg hat, eine Wikipedia-Seite und ein Personalprofil auf bundestag.de. Das muss man erstmal schaffen. Der verbindet übrigens das Paul-Löbe-Haus mit dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Eine ewige Baustelle, aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Fachlichen. Die Anhörung im Rechtsausschuss ging ja eigentlich um das NetzDG, aber ständig war vom Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Hasskriminalität die Rede, die wir im Digitalausschuss heute diskutiert haben. Unter anderem deshalb, weil mehrere Sachverständige in der Anhörung die Meinung vertraten, dass beide Gesetze sich widersprechen. Das hat auch die Vertreterin von Google, die ebenfalls geladen war, bestätigt und hat gesagt, sie weiß als Google gar nicht, welches Gesetz soll sie denn erfüllen. Beides gleichzeitig geht nicht. Das bezog sich zum Beispiel darauf, dass nach dem Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Hasskriminalität soziale Netze dazu verpflichtet werden sollen, hoheitliche Aufgaben zu übernehmen, selber vorzuentscheiden, was strafrechtlich relevante Inhalte sind und diese Inhalte zu Strafverfolgungsbehörden zu schicken, mitsamt ganz vielen personenbezogenen Daten on top. Gleichzeitig sollen sie aber nach dem Gesetzentwurf zur Änderung des NetzDG sogenannte Gegenvorstellungen, der allgemeine Volksmund würde eher Gegendarstellungen sagen, zu berücksichtigen oder solche Anträge zu bearbeiten, wenn sie Inhalte gelöscht hat, Menschen aber der Meinung sind, das war zu Unrecht. Jetzt muss sie also einerseits Inhalte weitermelden an Strafverfolgungsbehörden, löschen, darf aber 4 Wochen lang den betroffenen Usern nichts davon sagen. Gleichzeitig soll sie aber Gegenvorstellungsanfragen bearbeiten und beantworten. Wenn sie dann eventuell so einem Antrag stattgeben, den Inhalt wieder einstellen, dann entscheidet aber das Strafgericht, dass es rechtswidrige Inhalte waren, dann hat sich Google oder Facebook aus Versehen strafbar gemacht. Ja, weil sie irgendeinen Tod sterben müssen und irgendein Gesetz verletzen müssen. Eine blöde Sache. Zeigt, wie bescheuert es ist. Ich habe einen Sachverständigen gefragt, ob er denn eine Idee hat, wie man das Problem lösen könnte. Seine Antwort war, ja, man könnte ja Änderungen eines Gesetzes vielleicht nicht auf zwei unterschiedliche Gesetze verteilen, sondern in ein Gesetz packen. Dann würde man solche Fehler auch nicht machen. Ansonsten sei es Aufgabe der Bundesregierung, vernünftige Gesetze zu entwickeln und nicht seine. Hat er ja irgendwo auch recht. Was alle möglichen Sachverständigen gleichermaßen sagten, ich schließe mich dem auch an, ist, dass es jetzt eine wiederholte Änderung des NetzDG, Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Ganzen, gibt, ohne dass es die versprochene Evaluation gibt. Die läuft irgendwie, aber Ergebnisse weiß man nicht, die sind nicht öffentlich. Sie sollen irgendwie eingeflossen sein, wie, wissen wir auch nicht. Komplett intransparent und ich verstehe wirklich nicht, wie man ein Gesetz immer wieder ändern kann, von dem man nicht mehr weiß, ob und wie gut es funktioniert. Was uns als Linksfraktion extrem stört an diesem Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Hasskriminalität, ist der Umstand, dass man mal wieder einfach nur auf Strafrecht setzt. Obwohl wir wissen aus kriminologischer Forschung, dass das gar nicht besonders effektiv ist. Es braucht massiv Investitionen und Unterstützung von Prävention. Opferschutz, da sehe ich fast nichts. Zivilgesellschaft wird im Regen stehen gelassen. Aber man versucht jetzt Strafrecht wahnsinnig auszuweiten, den Strafverfolgungsbehörden noch mehr Kompetenzen zu geben. Ich wäre ja schon froh, wenn sie die Kompetenzen, die sie haben, effektiv zur Bekämpfung von Rechtsextremismus einsetzen würden, machen sie aber gar nicht. Also warum ausweiten? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass zum Beispiel Anzeigen, die man erstattet, im Sande verlaufen, weil die Polizei viel zu häufig völlig inkompetent ist, weil sie weder wissen, wie digitale Beweissicherung geht, noch was eigentlich in welcher Weise verboten ist. Manchmal können die noch nicht mal Facebook und Google auseinanderhalten. Das sind Ansätze, da müsste man vielleicht ein bisschen mehr machen, aber nicht überall und dauernd das Strafmaß hochsetzen. Das war's für heute in Kürze.
Mal gucken, wo ich euch das nächste Mal hin entführe, vielleicht eine andere Stelle im Bundestag. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.